5 Minuten. So lange dauert eine Steuererklärung durchschnittlich in Estland. Davon können viele andere Länder nur träumen. Mittlerweile sind fast 100% der öffentlichen Verwaltung in Estland digitalisiert. Warum klappt Digitalisierung im Baltikum besser als im Rest Europas? Estland, Lettland, Litauen. Die drei Länder im Nordosten Europas bilden das Baltikum. Seit der Wiedererlangung ihrer Unabhängigkeit im Jahr 1991 haben die baltischen Staaten eine rasante Entwicklung hingelegt. Und das nicht nur im wirtschaftlichen Bereich. Die baltischen Staaten gelten als Vorzeigemodelle für Digitalisierung und digitale Transformation. Besonders Estland hat sich in den letzten Jahren als Vorzeigestaat entwickelt. Hier dringt der Einsatz modernster Tools mittlerweile in alle Lebensbereiche vor. Revolutionär ist beispielsweise das estnische E-Residency-Programm, das es auch Nicht-Esten ermöglicht, ein digitaler Bürger Estlands zu werden und beispielsweise ein Unternehmen zu gründen oder Dokumente zu signieren. Das Land soll sich durch die Digitalisierung jährlich 1400 Jahre Arbeitszeit und 2% des BIP sparen. Aber warum waren die baltischen Länder bei der Digitalisierung so erfolgreich? Zwei Entscheidungen waren ausschlaggebend. Erstens. Es war von Anfang an ein Datenaustauschsystem für unterschiedlichste Services vorgesehen. Das ist das sogenannte X-Road, die X-Road-Datenaustauschplattform. Der zweite Grund war, dass alle estnischen Bürgerinnen und Bürger automatisch auf diese digitale ID umgestellt wurden und sich nicht aktiv dafür registrieren mussten. Spitze Zungen vermuten übrigens, dass auch das raue Wetter zur raschen Digitalisierung beigetragen hat. Denn bei nassem Wetter erledigt man die Behördengänge natürlich lieber von zu Hause. Unabhängig davon hat die Digitalisierung zweifellos dazu beigetragen, aus der baltischen Region einen vielfältigen Markt mit großem wirtschaftlichem Potenzial zu machen.